Nein! Oh Gott sei Dank, ich dachte, wir fallen runter. Ich hab uns schon fallen sehen gerade eben. Und es hat mir nicht gefallen. So, das dürfte jetzt aber reichen. Hallo meine Freunde der Quellen und willkommen zurück zu einem weiteren wundervollen Part von Herr der Ringe Gollum. Ich bin Andrawi, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann fragen wir den Rätselmeister an dieser Stelle noch, was reimt sich auf Spiegeln? Lass mich die Tür versiegeln. Kann also nur besser werden. Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Komm, geh neben mir. Schauen wir mal, wie das läuft im Nebel hier. Einfach mal vorgehen, wie so ein Hund. Der Nebel breitet sich aus, meine Liebe. Und was er berührt, verändert sich für immer. Dich hat er nicht verändert. Trägst du immer noch meinen Ring? Das tue ich. Dein seltsamer Begleiter. Kann man ihm trauen? Da ist er ja. Nein, kann man nicht. Smeargol hat nur nach Gefahren geschaut. So spannend, wie es ausgeht, das Spiel. Da sind wir. Geh nicht zu nah an den Brunnen heran. Es dürfte nicht mehr so lange sein. Was geschieht hier? Die ganze Halle schreit. Sie wird auseinandergerissen. Die flammende Kugel über dem Brunnen, gespeist von Wind und Wasser. Das ist die Quelle des Nebels. Was ist unser Plan? Die Quelle zerstören. Nein. Ich fürchte, der Nebel ist alles, was diese Halle zusammenhält. Wenn wir irgendwie die Quelle erreichen, könnten wir versuchen, sie zu heilen. Aber der Elb hat gesagt, geh nicht an den Brunnen. Es gibt zwei Windtürme, die den Nebel mit Luft und Musik anfachen. Siehst du die Öffnungen links und rechts? Nein. Wenn wir es schaffen, beide Türme stillzulegen, können wir den Nebel vielleicht beruhigen. Das wird aber nicht einfach sein. Wir haben versprochen, den Elben zu helfen, wenn sie uns auch helfen. Ich weiß nicht. Wir haben keine Zeit für Zweifel. Ich kann nicht gehen, das weißt du. Ich bleibe an der Quelle und beruhige sie, solange ich kann. Ihr zwei teilt euch auf und versiegelt die Türme. So sei es. Ich nehme den linken Turm. Dein Freund kann den rechten nehmen. Kann er klettern? Wie ein Eichhörnchen. Folge dem Lied des Windes, Smeargol. Ich hab dich gewarnt. Geh nicht in die Nähe des Brunnens. Warum verkleidet uns immer jeder mit dem Eichhörnchen? Folge dem Lied des Windes, Smeargol, bis du die höchste Kammer erreichst. Dort gibt es ein großes Windtor. Schließe es, um das Lied verstummen zu lassen. Rauf, rauf ganz nach oben. Schließe das Windtor. Pass auf, wo du hintrittst. Der Nebel hat einen Großteil der Türme weggefressen. Das mag sein. Ich muss erstmal nach oben kommen. Wo geht's hier nach oben? Hast du einen Weg nach oben hier gefunden? Ich übernehme diesen Turm. Du gehst zu dem anderen. Ich hab dich gewarnt. Geh nicht in die Nähe des Brunnens. Wo geht's hier nach oben bei dem Türmchen? Ja, wir können es da direkt dann festhalten. Ah, na endlich. Okay. Jetzt haben wir zumindest einen Weg gefunden, etwas voranzukommen. Ah, und da können wir... Ja, so kommen wir. Ja. So, okay. Ah, dann müssen wir von hier aus müssen wir auf die mittlere Plattform drauf. Von der mittleren Plattform kommen wir dann wahrscheinlich auf eine von den äußeren Plattformen hier. Aber an denen können wir uns überall nicht festhalten. Die haben alle nicht so einen gelben Rand, außer diese eine hier. Deswegen werden wir uns jetzt an der hier festhalten. Das war sehr knapp. Und von der aus können wir dann wahrscheinlich ganz nach oben auf den Turm. Ah, sehr gut. So, noch ein bisschen... Jawohl, einmal springen wir noch von hier aus dann gemütlich hier rüber. Ja, easy. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns an den Plattformen festhalten können, an den sich drehenden. Das hatte ich erst nicht gecheckt gehabt. Wir werfen mal einen kurzen Blick hier rüber, in der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwas Tolles finden können. Aber das Spiel sagt, hier gibt's nichts. Naja, zumindest können wir sagen, wir haben es probiert und nochmal einen kleinen Extra-Weg gewagt. So, Waage passen ja auch immer ganz gut zu dem Spiel. Sei vorsichtig. Das sind wir. Das bin ich. Okay, wir haben kurz gespeichert hier anscheinend. Das war der richtige Weg. Es ist gefährlich, die Quelle zu heilen, sagte der Elb. Wie gefährlich. Nein! Das passiert, wenn man in die Quelle reinfällt. Elben wissen am besten.
Mel sollte nicht bei dem unfreundlichen Elben bleiben. Vielleicht kann sie mit uns kommen. Die Geister aus den Wäldern. Ich glaube, sie mag den unfreundlichen Elben aber ganz gerne. Schrei doch nicht so rum, Gollum. Ach nö, nicht die Dinger schon wieder. Warum denn? Ja. Und Drabo läuft erstmal stabil direkt rein. So muss das. So, einmal rückwärts und dann weiter nach oben. Irgendwie wurde mir meine Lebensenergie gar nicht richtig angezeigt, wo ich an dem Ding war. Was? Da kann man sich nicht dran festhalten? Ach, come on. Ja, wo geht's von hier aus weiter? Also an die Wand springen können wir nicht, da stürzen wir ab. Das haben wir getestet. Ah, das Ding fährt aber so langsam nach oben. Ah, und da können wir uns hier dran festhalten. Das war knifflig. Können wir mal mit Mel einen Zwischenstand bereden. Mel. Smergol? Tut mir leid, ich habe auf Gwendols Stimme gehört. Was ist los? Trauen dem Rätselmeister nicht. Wir sollten sie nicht stören. Nee, sollten auch nicht. Smergol will ihr nur viel Glück wünschen, ja? Viel Glück. Viel Glück. Okay. Jetzt könnten wir theoretisch oben auf das Ding draufspringen. Ich glaube, genau das sollen wir auch tun. Können wir dann die Seite weiter oder sollen wir da oben drüber? Ah, okay, Weitersprung, aber müsste... Wir trauen dem anderen Elben nicht, oder? Natürlich nicht. Alle Elben sind falsch. Halt nicht, Mel. Mel hat gesehen, dass Smergol ihr Freund ist. Diese Elben sieht überhaupt nichts. Das ist so böse. Er ist so böse manchmal. Und ich mag es, wenn er böse ist. Warum kommt da Licht rein? Müssen wir das Licht zumachen? Indem wir uns auf das Gewicht draufstellen. Machen wir das Licht zu? Verstehe ich. Und dann müssen wir wahrscheinlich oben irgendwie entlang klettern, um da hinzukommen. Oder schwingen. Ah, eins von beiden wird auf jeden Fall richtig sein. Hier geht's, glaube ich, nur runter erstmal, oder? Ja. Das war korrekt. Nur die Frage jetzt, wie wir wieder hier hochkommen. Ah, da. Das ist der Weg. Das wusste schon der Mandalorianer. So, einmal jetzt rückwärts dann möglichst auf das Ding drauf springen, wenn es geht. Ja, das war gut. Können wir uns da entlang schwingen an dem Teil da vorne? Es sieht fast so aus, als könnte man da schwingen. Ja, wir können uns auch dranhängen. Warum ist das? Aber erstmal nicht geklappt, hat keine Ahnung, was zur Hölle passiert. Ah, wir haben die Dinger zugemacht, okay. Hat offensichtlich funktioniert. Eieiei. Von der Seite hier sind wir doch eigentlich hoch genug, um oben drauf zu kommen, oder? Ja! Ah, und von der aus kommen wir wieder zurück. Gut, dass Smergol, ja, hilft den Elben. Und jetzt müssen sie uns gehen lassen. Wird Mel mit uns kommen, mein Schatz? Nein, niemand sonst. Elben können nutzlose Ringe behalten. Hauptsache, wir kriegen unseren. Aber Mel braucht uns, um sie zu führen. Die Blinde hat jetzt ihren Elbenfreund. Und Smergol, er wird allein sein, immer allein, außer er findet den Schatz. Wir wollen den Schatz. Natürlich, wir sind ja Gollum. Wir wollen ihn, wir wollen ihn. Schatz hat uns immer nur einsam gemacht. Und wie lange, bis der dunkle Herrscher uns findet? Wie lange, nachdem er unseren Ring hat? Wir müssen ihn finden, bevor er es tut. Wir müssen zurückgehen. Wir wollen ihn nie wieder. Wir hassen ihn. Wir hassen... Mel wird uns jetzt beschützen. Wenn nur der garstige Elb fort wäre. Ja, auch schon wieder irgendwelche Mordpläne gegen Leute zu schmieden, die dir nichts getan haben. Ich hoffe, das ist der Rückweg, aber ich glaube, das ist der korrekte Rückweg, den ich hier gerade gehe. So, kurz warten und dann geht's hier auch gleich zurück, wie ich möchte. Ach nee, hier geht's gar nicht zurück. Hier ist eigentlich nach vorne, oder? Das ist gar nicht der Weg hier. Wir müssen eigentlich gar nicht da lang.
In die andere Richtung. Da müssen wir eigentlich runter. Ja, theoretisch. Da können wir, glaube ich, runter direkt hier, oder? Halt dich fest, Gollum. Genau. Hier sind wir auch vorhin runtergekommen. Hier geht es auch dann wieder dahin, wo die Elben sind, glaube ich. Ja. Noch kurz warten, bis sich das Ding hier wieder in die richtige Position bewegt. In der Zeit zwischenzeit können wir ja was essen. Auch wenn unsere Lebensleiste leider in dem Moment nicht angezeigt wird. Ah, das erklärt jetzt auch, warum sich das Ding so komisch bewegt. Das war für den Rückweg. Für den Hinweg brauchten wir das ja gar nicht so, aber für den Rückweg war das jetzt entscheidend. So, ich hoffe, der andere Typ hat seinen Job auch getan und sein Ding deaktiviert. Da bist du ja. Warum ist Grendel noch fort? Er hätte längst zurück sein müssen. Vielleicht ist er gestürzt. Ja, vielleicht. Geh und such ihn. Den mit den Elben finden? Ja, sofort. Einmal mit Profis. Ich weiß nicht, wie lange ich die Quelle noch zähmen kann. Jo, du sagst es, Gollum. Das dachte ich mir auch, aber irgendwie war es ja wieder klar. Wenn wir es nicht richten, dann kriegt es wieder keiner hin. So, kann man da nicht noch irgendwie auf das Ding draufspringen von hier aus? Geht doch. So, also nach oben und auch noch den zweiten Turm machen. Es war ja irgendwie klar, der Elper kriegt wieder gar nichts auf die Reihe. Wenn sie uns nicht hätten, ne? Gollum muss wieder den Tag retten. Ach, so nicht. Beeil dich. Ich weiß nicht, wie lange ich die Quelle noch zähmen kann. Gollum ist ein bisschen sauer, glaube ich. So, aber ich kann es nachvollziehen. Da müssen wir nicht hin, wir müssen nach da oben drauf. Aber da müssen wir die anderen. Erst auf die anderen Dinge. Haben sich die Plattformen geändert? Die sind doch anders als vorhin, oder? Könnt ihr schwören, die Plattformen sind jetzt irgendwie in einer anderen Position als vorhin. Doch, die sind definitiv anders. So waren die vorhin nicht, als wir da letztes Mal hochgeklettert sind. Nein! Oh Gott sei Dank, ich dachte, wir fallen runter. Ich hab uns schon fallen sehen gerade eben. Und es hat mir nicht gefallen. So, das dürfte jetzt aber reichen für den entscheidenden Sprung darüber. Puh. Doch ein bisschen knapp, aber ich wusste, wir schaffen es. So, wo hat der Elbenchef das verkackt? Was hat er überhaupt die ganze Zeit hier drinnen gemacht? All die Jahre. Nach links? Oh, nicht sicher. Nein, wir gehen nicht nach links. Da sind definitiv zu viele von den Dingern. Ist ein erster durchgegangen, aber gut, dann. Nein, nicht da lang. Ja, so viel zu nicht sicher. Müssen wir wohl doch da durchgehen. Ist ja nicht so, als hätte uns Gollum selber davor gewarnt. Oh, das könnte spannend werden. Ah, da können wir das Loch einfach drüber springen hier und dann einfach da unten durchlaufen. Ah. Schon haben wir hier einen Durchlauch. Nein, euer Durchlauchteste. Oh, schneller, Gollum, dieses Mal nicht irgendwo abstürzen, wenn es geht. Ah, man sieht halt nicht, wo man hinspringt. So, neuer Versuch. Dieses Mal war es definitiv besser. Okay, einmal dürfen wir uns treffen lassen. Das ist okay, wir haben noch genügend Lebensenergie. Nein, Gollum, warum springst du denn nicht? Er läuft einfach geradeaus da rein. Oh, Gollum. Ah, dieses Mal sind wir besser gesprungen, auf jeden Fall. Oh nein. Hab ihn gefunden. Irgendwas ist da abgestürzt. Inklusive ihm. Er hat sich wehgetan. Was ist passiert? Ich wollte die Treppe nehmen. Es gibt keine Treppe. Eben. Ich kann es nicht bewegen. Wie geht es, Mel? Der Wind bläst immer noch. Hat der Elb das Tor nicht geschlossen? Nein. Gut, dass du gekommen bist. Mel hat recht gehabt, dir zu vertrauen. Ich helfe dir, darauf zu kommen. Wenigstens das kann ich. Obacht. Ah, er ist also hilflos. So, so. Traue deinen Schritten nicht, sonst endest du wie ich. Das werden wir ja sehen. Wird der Elb hier bleiben? Ich werde versuchen, mich zu heilen, aber es könnte länger dauern. Viel Glück. Dankeschön. Wäre das jetzt die Möglichkeit, den Elb loszuwerden, den Gollum nicht mag, weil er ja Mel so vertraut mit ihm ist? Oder lassen wir ihn leben? Machen den Gollum, weil es ihm eh scheißegal ist. Ob der lebt oder stirbt. Ah, hier haben wir das Ding wieder und hier müssen wir wieder. Hier müssen wir gleich wieder hochklettern. Doch, doch, Gollum, wir müssen da hochklettern. Noch einmal hochklettern, ist es zumindest nicht genau derselbe Kletterpassage wie im anderen Ding drüben. Ah,
Wir müssen an das Ding hier dran springen. Ah. Oh, bringt das uns direkt rüber? Oh, das hätte uns sogar rüberbringen können, aber gut. Wir nehmen das fliegende Ding hier. Springen darüber, darüber, gehen oben drauf. Jo. Und hängen uns hier dran. Sehr gut. Damit sind dann beide Dinger zugleich. Und wieder ist es Smeargol, der hilft und nicht dieser Elb. Was würden sie ohne uns machen? Jetzt sehe ich erst, das Ding fährt ja runter und es fährt, glaube ich, nach einer Zeit auch wieder hoch. Das heißt, wenn ich hier rüber springe und kurz warte, dann ist es auch ein bisschen höher und dann schaffe ich auch locker den Sprung da drüben. Ah. Verstehe. Ich wünschte. Du wünschtest? Was wünschen wir uns, mein Lieber? Ich wünschte, der Quindel-Elb wäre weg. Dann könnten wir wieder Mels Augen sein und sie würde Geister und böse Menschen vertreiben, die uns wehtun wollen. Der Ring wird uns schützen. Müssen wir nur noch Smeargol davon überzeugen? Smeargol kann böse Menschen selbst vertreiben, wenn er den Schatz wieder hat. Oh, denk nur, was wir alles tun könnten. Ja, denk nur. Verführe Smeargol mit dem Ring. Fisch essen, den ganzen Tag immer Fisch essen. Herrschen. Alle sollen freundlich sein, unsichtbar sein. Macht uns unsichtbar. Den ganzen Tag Fisch essen finde ich eine super Begründung. Da steht Smeargol bestimmt drauf. Smeargol kriegt jeden Tag Fisch. Frisch aus dem Fluss. Mehr als Smeargol essen kann. Die Elben gaben Smeargol auch Fisch. Die Köchin hat es immer getan. Und die lebt noch wegen uns. Wir wollen ihn. Wir brauchen ihn. Die Runde geht an ihn. Was wird's jetzt sein? Alle sollen freundlich sein. Macht uns unsichtbar. Das stimmt, der Ring macht uns unsichtbar. Also das ist nicht gelogen. Verborgen vor allen Augen. Keine Orks mehr, keine Elben. Oh, ganz allein. Nein, nein. Smeargol will nicht mehr alleine sein. Wir wollen ihn. Wir brauchen ihn. Ich wünschte, der Rätselmeister wäre tot. Na toll, wir haben gegen uns selbst den Streit verloren. Na wunderbar. Gimbul, such sie! Muss mich beeilen. Oh, warte mal, sind die Orks wieder da? Das ist nicht gut. Ich glaube, die Orks sind hier reingekommen. Wie haben die den Weg so schnell hier reingefunden? Das war verdammt schnell. Nicht gut. Nicht gut. Vor allem mit dem verletzten Elb mit dem Schlepptau und einer, die nichts sieht. Das wird schwierig, hier rauszukommen. Lebendig. Da ist er auch schon. Hat mit dem Heilen wohl noch nicht ganz so funktioniert. Oh, der Blick. Smeargol möchte ihn eher tatsächlich tot sehen. Gollum wird ihn sogar leben lassen. Oh, oh, ich glaube, sie haben ihn gleich. Oh, oh. Können wir ihn noch retten? Noch haben wir vielleicht die Chance, den irgendwie abzulenken oder so. Tu was! Ah, ein Stein, genau. Den müsstest du jetzt nur werfen. Armer kleiner Ork. Aber das ist unser Rätselmeister. Töte den Ork. Verrat den Elb. Nee, ich glaube, in dem Fall töten wir den Ork auf jeden Fall. Sind wir mal Team Elben zur Abwechslung. Müssen wir nur noch Smeargol davon überzeugen. Zeit für unser kleines Spiel, mein Lieber. Er würde Mel nehmen und mit ihr in den gefährlichen Brunnen gehen. Smeargol wird ihn nicht töten. Natürlich nicht. Guter Smeargol, nur einen kleinen Stein werfen. Dann kann Mel für immer unser Freund sein. Freund? Freund? Wann hat Smeargol je etwas Gutes für seine Freunde getan? Smeargol hilft immer. Ja, und was haben wir für den grausamen Ork getan? Den haben wir definitiv nicht geholfen. Oder Graschneck, da haben wir auch definitiv nicht geholfen. Aber definitiv nicht. Erinnerst du dich an den Graschneck? Der ist nicht zurück in seine Wüste gegangen, oder? Nein, der Schatz hat uns gezwungen. Ja, das haben wir doch schon mal gehört, oder? Smeargol ist jetzt brav. Ah,
Das beweist, dass Mergol Unglück bringt. Vogel hat uns betrogen. Mel, haben wir ihr etwa geholfen? Ja, ein bisschen. Elbenkönigin, ist sie am Leben? Köchin? Ja, die ist am Leben tatsächlich. Der haben wir geholfen. Ich würde sagen, der Vogel ist der Einzige, der uns noch betrogen hat, wo es Mergol uns vielleicht noch glaubt. Sogar sein eigener Vogel hat Mergol verraten. Smeargol hat ihm nie etwas angetan, oder? Nein, Smeargol hat ihm das Leben geschenkt. Er liebt Smeargol auf ewig. Kerzenmann hat's gesagt. Nun gut, noch einen. Ah, jetzt können wir den grausamen Ork nochmal ansprechen. Für den haben wir definitiv nichts gemacht. Der ist definitiv draufgegangen wegen uns. Und was ist mit dem Ork aus unserer Zelle? Er ist ins Licht gegangen. Alles nur wegen Smeargol. Ist auch egal. Schatz kann uns nicht mehr beschützen. Sei still. Wir hassen ihn für immer. Sei still. So, Gollum hat gewonnen. Das heißt, jetzt müsste der Elb leben unten. Warte. So, keiner mit Helm. Die mit Helm können wir normalerweise nicht umbringen. Was soll denn das hier? Plötzlich kann er das, oder wie? Oh, können wir das in Zukunft bei allen mit Helm machen? Das wäre natürlich praktisch. Elben werden uns gehen lassen. Jetzt. Elbenfreund. Geh, warne Mel. Ich folge so schnell ich kann. Du hast den Koch, die Elbenwächter und den Rätselmeister gerettet. Wird. Die Elbenwächter sind noch draufgegangen wegen uns. Wartest du noch? Elbenwächter? Waren das nicht die, die den Pfeil abbekommen haben vom Viehmeister? Egal. Wir sind einfach froh, dass wir es geschafft haben. Irgendwie. So ganz ist es mir nicht klar, wie, aber wir haben es geschafft. Okay, so. Wir sollen wieder zurückgehen. Oh, diese Dinger sind weg hier. Warte, duelliert sich gerade mit dem Ork-Hauptmann? Das will ich jetzt sehen. Oh, hier sind auf jeden Fall... alle tot. Sogar die ist draufgegangen, sogar die Tochter da ist drauf. Was ist hier passiert zur Hölle? Was hat Mel getan? Die ist richtig ausgerastet, habe ich das Gefühl. Hat er jetzt sogar alle umgebracht. Sieht zwar nichts, aber... Goth Asai, Kashi Ashgalub A Umnuntu. Ach, er war's. Marluch, Franduilob, Gulkamai. Hat er seine eigene Tochter umgebracht? Nein. Smeargol. Zur Wo Hölle. Ist Gwendel? Er ist unterwegs. Eglerio Irodin. Kerzenmann ruft den dunklen Herrn und wir wollen nicht, dass er kommt. Nein, nein, das nicht. Blinde Elbin, bleib hier! Was machst du da? Es zerstören! Alles zerstören! Smeargol! Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Links oben geht es dann auch schon zum nächsten Video des Projektes. Rechts oben findest du die Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal eine Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.